So. Also folgendes, mein Plan ist es jetzt, da die Karikatur nicht stimmt, lassen wir uns malen mit dem Affenkrug. Das heißt, der muss den Affenkrug malen, dann können wir den ausschneiden oder einfach rausreißen und auf den echten Krug kleben. Und dann denken alle, weil die alle Vollidioten sind hier, das wäre der echte Krug. So, das heißt, ich werde einmal speichern, nur zur Sicherheit, nicht, dass der Gutschein wieder weg ist. So. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Ja, ich nehme den Schwertmeisterschmaus diesmal. Ich hätte gern den Schwertmeisterschmaus. Mutig. Und zu trinken? Mutig. Lagos Limo. Lagos Limo, bitte. Eine gute Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Was? Hier, wie wär's mit dem Affenkrug-Verzehrgutschein? Wie wär's mit diesem Affenkrug-Verzehrgutschein? Ausgezeichnet, Sir. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir wegen der unerwartet hohen Nachfrage Kunden mit Coupons keine Vorspeisen mehr servieren. Sie erhalten jedoch nach wie vor Ihr Freigetränk im traditionellen Affenkrug. Ich sollte mich wohl hinsetzen. Na, bei dem Vorbau kann ich verstehen, warum... Eine silberne Tasse, die ziemlich genau wie ein Affenkopf aussieht. Weil ich kann mit dem sprechen von hier aus. Entschuldigen Sie? Ja? Sie haben schon eine Karikatur. Werden Sie bitte nicht gierig. Aber ich will ein Bild von mir und dem Affenkrug. Ah. In Ordnung. Jetzt geht's, jetzt geht's. Was ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung? Ich liebe den Klang guter Schwertkämpfer, ich liebe den Geruch von Schießpulver im Morgengrauen, das ist der Geruch des Sieges. Wenn Sie mich fragen, es gibt nichts Schöneres, als einen verborgenen Schatz zu heben. Schießpulver. Ich liebe den Geruch von Schießpulver im Morgengrauen. Es ist der Geruch des Sieges. Allerdings riecht Schießpulver am späten Nachmittag eher wie ein Topf mit alten Nudeln. Ich versuche daher, meine Schlachten immer vor dem Mittagessen zu schlagen. Wissen Sie, was ich an den Piraten noch mag? Nein. Ihre verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augenklappen, Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiraten-Accessoire? Mal sehen, Holzbeine. Ich kenne keine Piraten, die stolz auf eine Augenklappe sind. Es gibt nichts Männliches als ein Papageien auf der Schulter. Augenklappen. Ich kenne keinen Piraten, der nicht stolz auf seine Augenklappe ist. Allerdings kenne ich auch keinen Piraten, dem zwei gesunde Augen nicht lieber wären. Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Nein. Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Bräute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in Ihrer Freizeit? Naja, ich nehme an, die meisten von ihnen machen es sich mit einem guten Buch vor dem Kamin bequem. Ich persönlich lenke mich mit Hausarbeit ab. Ich habe gehört, mehr und mehr Piraten in ihrer Freizeit im Internet. Ja. Ich nehme an, die meisten von ihnen machen es sich mit einem guten Buch vor dem Kamin bequem. Zugegeben, normalerweise werfen sie das Buch ins Feuer, aber trotzdem. Bücher. Ja. Ja. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. Dann setzen wir uns mal wieder. So. Und dann... Affenkrug-Karikatur. Das ist eine leidlich gute Karikatur von mir mit dem silbernen Affenkrug. Mit einer Pistole und einer Augenklappe lese ich am Feuer ein gutes Buch. Wenn das Bild auf einem echten Krug kleben würde, könnte es fast als Original durchgehen. Wenn es dunkel und der Betrachter ein Idiot wäre. Und zuerst habe ich mein Gesicht aus dem Bild gerissen. Moment. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. So, den müssen wir... Von alleine klebt die Karikatur nicht auf dem Krug. Ich weiß, klebe. Jetzt kann ich das Ding irgendwo hinkleben. Klebrige Affenkrug-Karikatur. Die Taste war das.
So, dann einmal mit dem... Mann, der Krug sieht wirklich aus wie das Original. Natürlich. Falscher Affenkrug mit Affenkrug. Keiner guckt. So. Ich schätze, Sie sind darauf reingefallen. Sie glauben immer noch, dass das der echte Affenkrug ist. Ja, mein Essen kommt ja irgendwie nicht. Das heißt... Die hätten mir ruhig mal mein Essen bringen können. Gut. Dann wollen wir mal rübergehen. Vor allen Dingen, also, ja gut, okay, ich kann verstehen, warum der Ringrichter mit der Frau hier am Schnackseln ist, weil, also die hat ja schon zwei wirklich aussagekräftige Argumente da. Aber ist ja trotzdem nicht in Ordnung, dass er dann weiterhin mit seiner Frau zusammen ist. Dann sollte er vielleicht sich scheiden lassen von seiner Frau, es sei denn, die kriegt dann alles. Sprich Alimente und so weiter und so fort. So, das heißt, wir haben etwas gegen den Ringrichter in der Hand. Wir werden den Ringrichter noch los. Haha! Griesgrimmiger Richter. Mhm. Da. So. Warum zeigen Sie mir das? Ich weiß nicht so recht. Was? Nein, aber wir haben doch jetzt rausgefunden, dass das... Okay, Moment. Vielleicht müssen wir mit dem griesgrimmigen Richter sprechen. Verzeihung. Was? Ja, hier. Was war mit meinem letzten Sprung nicht in Ordnung? Er war schlecht. Geht es etwas genauer? Nein. Warum geben Sie mir so niedrige Noten? Warum geben Sie mir so niedrige Noten? Das ist nicht persönlich gemeint. Aber ich muss eine teure rothaarige Frau, zwei teure rothaarige Kinder und einen teuren rothaarigen Hund ernähren. Können Sie mir folgen? Nicht wirklich. Dann lassen Sie es mich anders versuchen. Mr. Mandrill zahlt mir ein Schweinegeld dafür, dass dieser Mr. De Pogno immer gewinnt. Was immer dieser Mandrill Ihnen gibt, ich zahle das Doppelte. Ich bin gerührt, Junior. Aber es ist doch offensichtlich, dass Sie keine zwei Groschen besitzen. Geschweige denn die Mittel, um einer rothaarigen Frau ihren gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. Er redet immer von dieser rothaarigen Frau. Ich muss sie mit ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. Das heißt, können wir ihm das jetzt nochmal zeigen? Warum zeigen Sie mir das? Ich weiß nicht so recht. Toll. Irgendwie fehlt uns noch eine Information. So. Was haben denn die anderen Richter zu sagen zu meinem Verzeihung. Sprung? Verzeihung. Ja, Glashüpfel? Einer der Richter ist bestechlich. Oh, das ist eine außerordentlich schwere Anschuldigung, du kleine Makrele. Kannst du das beweisen? Er hat es mir selbst erzählt. Ist hier irgendjemand bestechlich? Nein, niemals, Mann. An deiner Stelle würde ich in Zukunft niemanden grundlos beschuldigen. Ja. Gut, was war denn schlecht an meinem letzten Sprung? Was war schlecht an meinem letzten Sprung? Bei einem perfekten Sprung hinterlässt der Tauchel auf dem Wasser keine Spuren. Wenn du deine Sprünge verbessern möchtest, arbeite an der Tauchphase. Möchten Sie etwa andeuten, dass ich beim Eintauchen zu sehr spritze? Ja, du brauchst einen aerodynamischen Körper. Wie ein Schwertfisch zum Beispiel. Fische sind aerodynamisch? Okay. Aloha. Möge dein Leben großartig und deine Splitzel klein sein. Okay, der achtet also drauf, wie das mit dem, dann reden wir nochmal mit dem Hippie-Richter. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Was war falsch an meinem letzten Sprung? Du hattest einfach nicht die Geschmeidigkeit von De Pogno, Mann. Das heißt? Hey, du musst mit De Pogno mithalten, wenn du hier gewinnen willst. Aber wie? Oh, im Plankenspringen der Männer sind grundsätzlich vier Sprungklassen erlaubt.
Nun, zunächst einmal gibt es den Kielhohl. Das ist ein eleganter Sprung mit dem Gesicht nach oben. Okay. Kielhohl oben. Kielhohl oben. Dann gibt es den Mann im Rumpfass. Hierbei handelt es sich um einen Salto, bei dem das Kinn nach unten an die Brust gedrückt wird. Rumpfass? Fass unten. Unten. Alles klar. Der dritte Sprung ist ein schwingendes Schwert. Das ist ein gefährlicher rechtsdrehender Vertikalsprung. Schwingendes Schwert, rechts, okay. Schließlich gibt es noch das Alpha-Äffchen. Affe. Einen waghalsigen Sprung, bei dem man immer mit der linken Hand beginnt. Hey, links. Alpha-Äffchen links, ah. Gut. Okay, Bruder. Achte darauf, welche Sprünge der Polio macht und versuche sie zu imitieren. Sein okay. Letzter Sprung war zum Beispiel eine Kielhohl. Alpha-Äffchen. Schwingendes Schwert. Kombination. Wenn du ihn also überbieten möchtest, lehnst du dich nach... Oben, links, rechts... Das ist es, Mann! Okay. Gut. Dann wissen wir jetzt also darüber Bescheid. Du hast es verstanden! Also das heißt, den einen Ringrichter gewinnen wir für uns. Nur das Problem ist... dem müssen wir doch die Broschüre zeigen können, hallo? Warum zeigen Sie mir das? Ich weiß nicht so recht. Sonst müssen wir die Broschüre nochmal der Frau in der Bar zeigen. Das, wie Guybrush aber schon andeutet, machen wir erst in der nächsten Folge. Das heißt, ich nehme mal an, am Montag. Also für euch auf YouTube geht's morgen weiter. Für die Leute auf Twitch geht's am Montag weiter. Denn am Sonntag wird was anderes gestreamt. Apropos Stream, wenn ihr immer wissen wollt, wann Streams laufen, einfach Follow dalassen. Und wer auf YouTube ist, Daumen nach oben, favorisieren, abonnieren, liken. Und wer abonniert hat, denkt immer dran, drückt die Glocke. Ich sag tschüss. Tschüss. Ja. Ja.